Oh mein Gott, das ist der krasseste Zauberstab, den ich je gebaut habe. Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Mage. Weiter geht's hier und wir haben ja letztes Mal richtig schöne Sprüche gemacht, beziehungsweise sind eigentlich die ganze Zeit nur gestorben. Aber jetzt können wir quasi die richtigen Sprüche machen. Die letzte Folge war ja auch ein bisschen länger gewesen. Ich suche die gerade raus, hätte ich vielleicht auch vor der Folge machen können. Aber ich darf ja nicht cutten. Oh. Aber ich finde gut, dass der tot ist, der hier drauf gewohnt hat. Warte mal, ich wollte J drücken. H, ich habe gesehen, bei H gibt es ein Menü für Ringe und so. Okay, warte mal. Remove. Der Tod wird auch removed. Ich hätte ganz gerne mal einen Waypoint in die Mitte. So, passt mal auf, Leute. Warte mal, Shadow Step, habt ihr mir geschrieben, was das ist? Warte. Warte. Ah, ich hab vergessen. So, wollte ich nur mal gesagt haben. Hier sieht es aus wie Kacke. Eigentlich wollte ich ja im Livestream ein bisschen bauen. So, wir machen jetzt hier mal einen Waypoint hin, by the way. Und zwar einen wunderschönen Waypoint. New mit Stadt Rot. Machen den auch rot und safen das Ganze. Natürlich spiele ich heute wieder alleine. Hat aber den Hintergrund, dass wir, wie soll ich sagen, dass ich keine Zeit habe. Nein, nein, Quatsch. Wir haben gerade ganz früh Freitagmorgen. Stellt euch das mal vor. Das ist der Wahnsinn. Ganz früh Freitagmorgen nehme ich für euch auf, damit, ich weiß aber gar nicht, ob ich eine Folge am Sonntag rausbringe, weil wir haben ganz früh Freitagmorgen. Muss ich mal gucken. Genau, am Wochenende machen wir das, was wir in Hero auch immer gemacht haben. Da freuen sich bestimmt alle drauf. Und zwar werden wir mal hergehen und die Kisten ein bisschen sortieren. Das mache ich meist immer ganz, ganz gerne im Livestream. Und was wir auch machen können, ist die geile Gedöns hier. Warte, davon muss ich, warte, was brauche ich denn für so eine Brust? Zwei Dias und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei Dias und 6 davon. Okay, da brauche ich den Transmutation. Zauberspruch. Bitte? Ich kann immer noch sagen, bitte sterbe nicht. Okay, warte mal. Los geht's mit Effects, Infusion, Blitz, Eidos Speed. Ich glaube, das war Infusion, ne? Super krasse Infusion, ne? Nein? Ich bin der Super Pro in dem, in dem Ding. Warum geht es denn jetzt nicht? Da ist der Infusion drauf, Alter. Oder war das Basic Infusion? Warte, wir gucken mal. Wir nehmen mal dieses Gold. Und ja, okay, alles gut. Infusion. Jetzt habe ich 10 Psy-Metal. Jetzt brauche ich noch das andere Ding. Ich mach mal die Tür zu. Irgendwie machen die Spinnen mir Angst gerade. Obwohl ich ein super krasser Zauberman bin. So, warte, wie war das nochmal? Fragezeichen. Shift. Steuerung. Delete. Okay, und dann brauchen wir hier mal eine geile Rune. Und zwar Super Transmutation. Infusion? Nein, das war's nicht. Es gibt nämlich noch ein. Da war's. Greater Infusion. Hatte ich die nicht drauf? What the fuck, man? Okay, warte. Das war der falsche Knopf. So, denn wir nehmen mal ganz kurz die freie. Und sagen dem hier. Heißt sogar Greater Infusion. Nein, das ist jetzt überschrieben. Ja. Ist ja egal, er hat zumindest funktioniert. Glaube ich. Komm schon, vielleicht geht auch nur immer nur ein Diamant auf einmal. Greater Infusion Angriff. Ey, das ist echt komisch manchmal, ne? Manchmal weiß ich nicht, wie mir geschieht. Ja? Warte. Ich möchte diesen hier. Ach nein, ich bin da super dumm, merke ich gerade. Dafür brauche ich ja eine Bullet, beziehungsweise ein Spell-Gedöns, ne? Ja, Peter, bereite deine Folgen mal besser vor. Das ist das Schöne daran, wenn ich quasi das Ganze vorab aufnehme, beziehungsweise wenn ich sowas wie Time mache, was gerade ein bisschen pausiert, ehrlich gesagt, dann kann ich natürlich alles vorbereiten. Da war Redstone. Heiko weiß übrigens schon Bescheid, also ihr müsst nicht weinen, nicht petzen. Ihr seid alle gut drauf. Ah ja, warte. Ja, wo ist denn jetzt der Zauberstab? Mein Gott, ey. Meine Güte.
Die Spinnenfarm unter mir funktioniert vorzüglich, wie man hört. Da brauche ich noch einen Lock. Guck mal, ich habe sogar eine Kiste mit Baumaterial. Ich bin sehr stolz auf mich, Peter. Ne? Es gibt auch noch andere Spell-Notes. Bin ich gespannt drauf, ja? Es gibt auch Spell-Granaten. Das wird cool. Okay, wie gesagt, ich bin auch ein super krasser Anfänger eigentlich. Greater Infusion. Beep, beep. Tutorial, was ich mir angeguckt habe, war dann It Make Beep Beep. Huiuiui. Ey, warte mal, ich muss den Zauberstab mal rausnehmen. Greater Infusion. Ugh. Vielleicht sind drei Diamanten auch zu viel. Na, okay, reicht. Oh, der war krass. Der war krass, Alter. So, was brauchen wir denn noch? Ah ja, genau. Eigentlich brauchen wir noch mehr Zaubersprüche. Spell Notes. Und dann machen wir quasi eine Spell-Note-Kiste. Oh, wie komme ich denn auf so eine Idee? Also man kann auch Zaubersprüche machen, beziehungsweise solche Rollen, wo mehr... Oh. Oh, da passen noch mehr rein. Also ich glaube, dann kann ich, glaube ich... Psycat-Socket. Dann kann ich, glaube ich, 9 Sprüche haben. Oder wie viel ist Maximum? Ah, ne, doppelt. 12. Das wäre krass. Aber dann bräuchte ich auch, glaube ich, einen neuen Stab, weil ich glaube, ich kann den nicht mehr so auseinanderbauen. Na, kann ich nicht. Okay, da bräuchte ich wahrscheinlich einen neuen Stab. Also machen wir das wahrscheinlich entweder im Livestream, erinnere mich bitte dran, morgen. Morgen Abend, 19 Uhr, vielleicht ein bisschen früher, Minecraft Mage. Und, muss ganz ehrlich sagen, ich muss erstmal zusammenrechnen, wie viel Zeit ich noch habe. Ich bin ja in der letzten Folge ein paar Mal gestorben. Wenn die Zeit nicht mehr... Warum habe ich diese Koch-Utilities? Von Harvestcraft. Ah, ich glaube, das war in so einem Buch, ne? Also wenn die Zeit, sag ich mal, nicht so reicht, wie sie reichen soll, warum habe ich denn gar keine Waffen? Dann werden wir wahrscheinlich was anderes machen. Also werden wir was anderes spielen. Wahrscheinlich dann Minecraft Time. Obwohl das gerade in so einem Schwebezustand ist. So, wir haben Psy-Metal Sword. Ah, warte mal, das wollte ich bauen, ne? Focusing Plate, Chess Plate. Ja, das wird gut. Look at this. 5 Verteidigung. Hui. Oh, das sieht fett aus, gerade auch wenn mit dem Qualm unter mir. Aber ich sollte auch irgendwas so wie Soulbound mal haben, aber das habe ich leider nicht. So, es wäre möglich. So, look in my post. Your Psy Armor Spells here. Okay, warte. Ich bin gerade bei Reddit unterwegs. Klick hier. Normal Bullet. Legends. Ja, da suche ich mir gleich mal was Geiles aus. Es gibt auch Magnet und so eine Scheiße. Das ist geil. Warte mal, kann ich die Rüstung nehmen und hier reintun? Hui, ich kann die mit 3 Bullets paaren. Also man kann jetzt hergehen und das Ganze programmieren, beziehungsweise sich ein Spell zusammenbauen, der dann quasi auf der Rüstung ist. Wie zum Beispiel... Verteidigung, Schild und wenn man angegriffen wird, kostet natürlich alles Energie. Aber das geht soweit. So, wir nehmen jetzt mal einen Craft-Skill, beziehungsweise einen Skill, mit dem man quasi buddeln kann. Dafür brauche ich nochmal ganz kurz einen Note. Tut das den Note! Und wenn wir dann hier reinkopieren, Import to Clipboard, haben wir den hier am Start, Vector Sum. Hammer Time Plus. Wer das auch haben möchte, der gibt einfach ein Hammer Time Plus Psy Minecraft. Der findet das. Praction Amount of Tricks. Oh, ihr Mist. Ich glaube, ich habe einen scheiß Zauberstab dafür. It make beep beep. So, warte mal. ja, wir haben wahrscheinlich einen blöden Zauberstab dafür. Wir werden jetzt die Infusion-Sachen hier lassen. Und haben hier den Blitz ganz vorne auf den Angriff. Ach, Eidos ist auch was, was jetzt quasi nicht unbedingt gebraucht wird, ne? Speed? Warte mal. War Speed nicht der Effekt? Holy shit! Ja, ich vergesse mal den Stab rauszunehmen. Peter guckt einmal nach und zwar gibt es einmal den Blitz. Speed. Genau, kann ich 48 Sekunden schnell rennen? Was war das? Ja, kann ich auch 40 Sekunden schnell rennen, ne? Das ist top. Okay. Haben wir auch doppelt. Oh Mann, 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 Mann. Und ich sag so, boah, kein Platz da drin. Okay, das nehmen wir raus. Wir haben jetzt
Blitz, Speed und Hammer Time Plus. Das wird so cool, ne? Oh, warte mal. Hier drüber ist ja eine Truhe. Ah, ich wollte Slimeboots haben. Peter erinnert sich wieder, was er haben wollte. Slimeboots for the win. Wo wir gerade bei Boots sind. Look at this man. Oh, warte mal, was kostet ein Helm? 2 Diamanten. Oh, oh. Oh, das ist cool. Okay, da werde ich mir für nächste Folge wahrscheinlich nochmal ein paar coole Zaubersprüche raussuchen. Die werde ich dann wahrscheinlich nebenbei mal da reinquetschen. Wir haben ja Bullets am Start auf jeden Fall. Damit kann man jetzt so... Alter, diese Seite, ne? Hat er gerade so eine Seite online, beziehungsweise auf, wo quasi alles drin ist. Und da ging jetzt die ganze Zeit so, hier kaufe das. So die ganze Zeit im Circle, so die ganze Zeit. Und... Meine Freunde, wo haben wir denn jetzt, weiß ich nicht. Ah, genau, ich habe was vergessen. Holy shit, man, holy shit. Denn wir brauchen noch eine Spell Bullet. Warte, wo ist mein Kompendium? Dieser brauche ich ja nicht verlinken, da sind irgendwie 12 Seiten, die ich hier auf habe. Ihr müsst einfach mal in Google das Psy Spell Compendium Minecraft eingeben und dann habt ihr alles. Und ihr Malti, ihr könnt natürlich auch pausieren und bastelt diese Spells nach. Geht natürlich auch. Ah hier, Top Skills to Use. Ah hier, Spell Code. Das ist auch eine sehr, sehr geile Sache, die ich jetzt mache. Import to Clipboard. So, denn es gibt einen sogenannten... Bitte? Beep, beep. Silk Touch haben wir jetzt. Silk Touch. Super geil. Aber warte mal, ich wollte einmal ganz kurz gucken, ob ich hiervon sterbe. Hammer Time Plus. Oh. Focusing Rod. Das muss schneller gehen, Peter. Boom. Los. Stirb. Ah, sehr gut. So, endlich. Oh nee, boah, ich habe jetzt... ich hätte es fast aus Reflex das auf den Chocobo gemacht. Das wäre echt doof gewesen. So, aber Peter möchte ganz gerne hier neben seiner Hut... Ich habe keine Schaufel, by the way. Oh, warte mal. Hammer Time Plus. Your rod stats are too weak to cast this spell. Ah, okay. Aber ich habe da den Psy-Metal Rod Frame. Holy shit, man. Wie bekommt man denn Ebony-Substanz? Bitte, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bekomme. Ebony-Substanze. Ebony. Jetzt ist mein Zauberstab zu schwer. Ebony. Zu schwach. Substanze. Ebony-Substanze. Offiziell Feed the Beast Wiki. Kann ich direkt mal Kaffee trinken, by the way. Da lohnt sich echt schon langsam. Wie heißt das immer? Die Kamera wieder. Ja. Alter, Coal must be infused with Ebony and Ivory in the end. Oh, scheiße. Leck mich am Arsch. Okay. Was denn? Ivory? Ivory Substanz? Oh! Nether Quartz must be infused with... Oh, Mist. In the end. Scheiße. Ihr müsst mir nicht mal reinschreiben. Ich weiß, dass ich das noch nicht machen kann. Ich sehe zwar geil aus... Aber so geil bin ich noch gar nicht. Warte. Dann brauche ich eine andere Zauberart, ne? Ich brauche da mal, weil ich habe auch noch in meinem Spell-Kompendium, das ich wieder zugemacht habe. Ich bin der beste Sucher in Google, den es gibt. Da, mine, two and one block. Two, 2x1 or one block. So heißt das, okay. Gehen wir da hoch. Hallo? Boom, Digga. Stimmt, stand auch gerade da, dass das nicht für meinen Zauberstab gut ist. Silk Touch Hammer Time Plus. Mine, two and one or one block. Das ist eigentlich auch gut gelöst. Man kann quasi, indem man sneakt, einen Block abbauen. Und wenn man nicht sneakt, baut man zwei Blöcke ab. Ich bin so gut. So. Das ist voll geil.
Wer braucht denn da schon eine Spitzhacke? Also ich kann ja auch hier machen, dann werden direkt zwei abgebaut. Ich bin ein Magier. Ich weiß auch gar nicht, ob ich damit alles abbauen kann. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Diamond ist, wenn ich das anklicke, ob das dann auch weg ist. Keine Ahnung, müssten wir ausprobieren. Ich kann auch so eine Psi... Ich muss diese Seite wieder zumachen. Ich kann auch so eine Psi-Brücke machen. So, oh scheiße, ein Abgrund. Abgrund in der Hölle. Lasst uns eine Psi-Brücke machen. Ich weiß, was ich vergessen habe. Fackeln sind... Ah ja, hier ist Kohle. Kohle? Oh. Oh. Voll dumm, ey. Wenn man sneakt, baut man halt immer einen Block ab. Das ist... Da kommt der Sand raus. Heilige Wüste. So. Ja, Leute, das Let's Play. Jetzt kommt es nämlich. First Age. Oh, ich glaube, ich mache Evilcraft. Dark Games. Evilcraft hört sich gut an. Hört sich genau an wie das, was ich brauche. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Also, warte mal, hier kommt man runter, by the way. Und Peter geht dann einfach mal weiter runter. Aber warte mal, ich würde ganz gerne... Momentan ist das schlimm mit der Stimme vorstellen, ne? Merke ich gerade. Ich würde ganz gerne hier weiter runtergehen. Und zwar so, dass wir hier quasi so eine Art Mine haben. Hallo? Wie da einfach nichts ist um die Ecke. Ah, lol. Da hat schon mal jemand eine Mine gegraben. Top. I love it. Ah, look at this. We need Silk Touch. Oh, lol. Boah. Ich dachte schon, der fällt auf mich drauf. Hä? Hey, irgendwie ist der Silk Touch komisch. Ah, lol. Ah, guck mal. Ich... Ah, der fällt auf so eine Art Flamme und droppt dann. Ah, verstehe. Okay, das ist ja natürlich super cool. Und mit meinem unglaublichen hohen Level in dieser Mod kann ich auch tolle Sachen machen. Also da regeneriert sich mein Zeug sehr, sehr schnell. Tin Ore von Embers. Okay, Sick Touch, by the way. Ach stimmt, ich könnte mir auch mal so ein Licht sauber machen. Das ist ja mal cool. Oh, ich sollte mal aufhören und mich tot. Das ist voll geil. Ja, uiuiui. Nein, das geht nicht. Okay, alles gut. Wir gehen weiter runter mit mein. Look at this. Okay, warte, wir gehen weiter. Ein paar Dias wären eigentlich gar nicht so schlecht. 40er Höhe. Können wir gucken nochmal eben ganz kurz auf die passende Höhe runter. Wie ich auch einmal gedrückt halten könnte und einfach unten wäre instant. Und dieses Geräusch zeigt nur, wie mächtig wir sind. Es wird jetzt das ganze Let's Play über dieses Geräusch zu hören sein. Finde ich gut. Warte. Wir haben ein Ziel. Wir werden das abbauen, wenn wir Eisen holen gehen. Aber ich würde ganz gerne einmal hier unten gucken, welche Höhe sind wir jetzt? 12. Okay, eine noch. Heiliger Redstone. Heiko kriegt seinen scheiß Redstone wieder. Okay, ich lache immer so hin. Hier ist Lava. Dark Ore, willkommen zurück. Das ist noch Redstone? Ich muss sagen, das ist echt schon nahezu, ich will jetzt nicht sagen OP, aber ist schon krass eigentlich, weil Nickel Ore von Embers. Man kann relativ schnell alles abbauen. Warte. Nice. Also kann man ja wirklich, ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie sonderlich lange dauert. Man muss halt nur gucken, jetzt gerade bei dieser Silk Touch Action, dass man sich nicht quasi kaputt zaubert, weil wenn der berechte Balken in den Minusbereich fällt, dann bin ich instant tot. Das ist natürlich den Preis, den man zahlt, wenn man quasi
so mächtig ist wie ich. Quarzohr von Embers. Boah, lol, ich bin der super krasse Quarzohrmann. Da war nicht wirklich Netherquarz drin, ne? Doch. Nice. Damit könnte ich, wenn ich mir einen Rapier baue, richtig hoch upgraden. So, warte mal. Da sind wir hochgekommen. Hier ist auf jeden Fall geil. Jetzt graben wir mal ganz kurz durch. Oh mein Gott, das ist der krasseste Zauberstab, den ich je gebaut habe. Oh, so, Pre-Intro komplett. Oh Mann, ich bin so behindert. Nitre Ohre. Ich mache Evilcraft. Ist das cool? Nehmen wir Evil. Ich finde schon geil, weil sie so krass anhört. Evilcraft. Psygott und Evilcraft. Weiß ich nicht. Oh, ein Spawner. Das gucken wir uns mal an. Sorry, Leute. Ja, bald ist das Zeitaktiv. Also das Tool, was die Zeit trackt, ist auch bald da, by the way. Hä? Okay. Ich glaube, hier ist eine Dungeon. Ich habe jetzt noch nicht so die... Also ich, klar, ich habe zwar Blitze mit, aber ich will keinen Creeper in der Höhle aufladen mit Blitzen. Das wäre irgendwie ein bisschen dumm, wenn ich ehrlich bin. Ach, guck mal. Haltbarkeit geht jetzt nicht runter von meiner anderen Rüstung. Das ist top. Bumm! Und wir sind außerhalb des Gebietes, sonst würden die hier nicht platzen. Aber hier ist nichts Besonderes, sehe ich gerade, ne? Also ich dachte, hier wäre irgendwie ein Spawner. Weil Cobblestone ist eigentlich prädestiniert dafür, einen Spawner zu markieren. Aber war keiner. Deswegen dachte ich, jo, alles gut. Gucken wir uns das nochmal an. Deswegen werde ich jetzt nochmal am Anfang der Höhle... Redstone nehmen wir aber mit, weil das ist für meine Modifikation, ne? Gar nicht so schlecht. Ich habe dich befreit. Evilcraft. Bräuchte irgendwie so eine Warnung. So piep, 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 piep. Not enough Spy. Psy. Whopper Gangnam Style. So, warte. Oh, ich hasse den. So, wir gehen mal ganz kurz zurück und sind in dieser Höhle nicht gefangen, aber gestoppt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder abgeht mit einer Runde Zauberstab craften, weil, wie gesagt, es gibt auch sehr, sehr krasse Sachen noch, die man damit machen kann. Also, nicht, dass das hier nicht krass ist, aber ihr habt gesehen, es gibt noch einen richtig fetten Zauberstab, den man halt benutzen kann. Und dann geht auch ein bisschen mehr. Gerade dieses 3x3 Gram finde ich auch irgendwie geil. Na klar, man kann Hammer nehmen, aber so instant wie das hier geht, glaube ich, nichts. Ich müsste mal zu... Müsste zugeben, komm. So schnell wie ich gräbt keiner im Projekt. Und guck mal, wenn man ein bisschen aufgehoben hat, ist Psy-Action wieder voll aufgeladen und man ist wieder bereit. Also, haut rein, bis zum nächsten Part. Tschüss!